mal ein M16. Oh, oh verdammt, raus! Ich bin fast, weißt ja schon, ne? Ich bin fast tot. Ja, dann runtergehen, die folgen doch, oder? Ja. Au! Nein, nicht! Nein! Komm doch runter! Oh, ich bin tot. Ich wollte ja. Oh Mann. So. Oh, ich bin an der Base. Oh Mann. Aber wenigstens habe ich mein Basie noch einstecken. Das ist ja schon mal cool. Und ich finde, man rennt ganz schön schnell, ne? Ja, ohne irgendwas im Sack, ja. Ja. Nee, auch ohne Waffe in der Hand. Da kannst du richtig schnell rennen. Na gut, man verliert natürlich auch diese Ausdauer. Ich hab dich gerecht. Danke dir. Mein Rächer. Der Rächer mit dem Becher. Ja, heute habe ich einen Becher bekommen. Hm. Was hat der denn da? Was hüpft der denn da rum? Ich weiß es nicht. Ich merke schon, das ist immer, wenn das Game saved, dann habe ich so ein Ruckeln. Take all bitte. Ah, gut, dass das alles wieder auf die Slots unten geht. Dass man das nicht wieder drauf sortieren muss. Jetzt musst du dir aber auch einen Strich auf den Counter machen. Ja. Na, wenn ich es denn counte. Das mache ich ja wahrscheinlich eh nicht. Hm. So, wohin? Ich weiß es nicht. Achso, ja, doch, freilich hier rüber. Hier drüben gibt es einen Autofriedhof. Also da stehen, keine Ahnung, 20 Autos, LKWs und so weiter. Okay. Ist richtig cool. Rennst du jetzt auf dem Auto rum? Aber so vom... Ja, ich weiß nicht. Ich meine, im Endeffekt ist es ja eigentlich so wie... Oh oh. Was war das? Was war das andere Zombie-Spiel, was wir da gemacht haben? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, so ähnlich, aber du konntest nicht so viel looten wie hier. Und vor allem... das, was du hier bauen kannst, ist ja wesentlich anders. Ja, ich meine, wenn du Base bauen könntest... Ja, ja, ich meine, im Endeffekt kannst du schon Base bauen, aber nicht so in dem Umfang. Du kommst zurecht da hinten, oder? Ja. Da rechts kommt nochmal einer. Ich hab gesehen, ja. Ey, sag mal, die sind teilweise ganz schön schnell mit dem Zuschlagen. Genau, und hier auf diesem Dach habe ich gebaut von diesem Knacks oder Knucks oder wie das heißt. Mhm. Das ist irgendwie Wäscherei oder was weiß ich. Da oben drauf habe ich gebaut. Mit einer Rampe, die nach oben führt. Und naja, ich hatte einfach da noch nicht gerechnet damit, was da für Wellen alles kommen. Unten ist auf jeden Fall ein Laden drin. Ja, und da ist dieser Autoparkplatz, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Ja, den können wir ja clearen. Ja, den können wir clearen, auf jeden Fall. Weil da war mal einiges an Gummi, Metall, was weiß ich, Stück Eisen, Stofffetzen. Warum rennst du jetzt von mir weg? Bin ich dir zu stark oder was? Rennt der Zombie lieber zu dir, ne? Weil er weiß, okay, die Bobette hat's drauf. Ja. Ja. Yeah, Forschungsmatz. Aber irgendwie kriegt man da aber nur eins. Kupferdraht, Stück Eisen, Plastik, Stück... Naja, schau mal, wie viel Zeug wir eigentlich farmen, ne? Also, manchmal kriegst du schon auch zwei oder drei. Vor allem, wenn größere oder stärkere Gegner niedermachst. Und Autolooten ist jetzt halt noch keine Herausforderung. Ich denke mal, dass es auch damit ein wenig zusammenhängt. Wenn wir in dieses Knucks da drüben reingehen, machst du den gerade? Nee, dicken. Da vorne bist du. Nee, ich mach die vordere Reihe gerade. Ja, ja, ich habe nur gedacht, weil der so komisch weiß jetzt war, ob du da vielleicht dran bist. Da liegen auch noch ganz viele Steine rum, das ist cool. Ich nehme euch alle mit. Steine habe ich gern. Und hier stehen auch noch ganz viele Felsen zum Abklopfen.
Ein Loot-Paradies. Oh, fühle ich mich hier wohl. Haben wir jetzt alle Autos und Zeugs und ja, schaut so aus. Ich glaube schon, ja. Wollen wir in dieses Knucks mal reingehen? Ja. Weil das sind, glaube ich, 3 oder 4 sind da. Oh ja, ein bisschen Platz habe ich auf jeden Fall noch. Oh, ein Auto, bisschen hallo. Viel Platz. Also in die Häuser, wenn man gehen, musst du halt auch damit rechnen, dass du Munition bekommst, ne? Also du... Oh. Ach gut. Ich hab jetzt gedacht, der... killt dich. Nee, aber ich bin... hart am struggeln. Ja, bei mir auch ein bisschen. Ja, aber Essen oder so findest du halt kaum, ne? Ja, deswegen musst du ja auch die Tierfallen aufstellen, dass du dir wirklich was machen kannst, ne? Komm her. Komm schon. Komm jetzt! Ja, von wegen. Oh, jetzt stampft der auch noch, die Sau. Ach, ihr seid zu zweit, ja? Der hat 2 Schläge gebraucht hier, der eine. Der war, die weichen halt auch was aus, ne? Das ist... Yes. Gut. Na dann, lass uns doch mal da reingehen. Ja. Hast du noch Munition? Kugeln? Ja. Nein, ich bin leer. Was machst du denn da? Nein! Ey, die sind so verdammt schnell! Shit! Nein! Oh. Weg! Bist du gestorben? Nein. Nee. Scheiße, ich krieg nicht mal irgendwelche... Ich kann auch keine machen, verflucht. Ups. Ich muss mal ein paar Büsche klopfen. Das hilft nichts. Ich brauch, Yes! 2 auf 1 Streich. Schade, dass es da keinen Erfolg gibt. Aber du bist noch da, oder? Und heil. Ich bin noch da und ich bin noch heil, aber ich brauche Äste. Hast du Äste einstecken? Das kann durchaus sein. So, 2 Bolzen, 2x Kopf und tot. Wieso kann ich jetzt... Ja, das geht. Oh, verdammt. Ja, da kriege ich immer so einen Zitterer noch in letzter Sekunde und schon ist vorbei, ne? Meine Güte. Deswegen kann ich keine Ego-Shooter oder sowas machen. Ja, also, das ist mit ein Grund, aber... Weil ich Wieso dann immer kann so... kann ich den Baum nicht fällen? Vielleicht stehst du zu nah oder zu weit weg. Das ist nee, mir auch... ich stehe... eigentlich genau... Oh, ein Brecheisen. Ah, und endlich einen Riegel. Oh, danke. Und 3 Munition. Yes, danke. Das war notwendig. Also, ich habe ein Brecheisen gefunden. Das ist aber schlechter wie der Basie. Ey, so viele Kisten, die hier drin stehen, ja, und dann kannst du nichts davon... wirklich looten. Ah, nochmal 5 Patronen. Ja, super. Da habe ich nochmal ein Brecheisen. Brauchst du auch ein Brecheisen? Nö. Ich glaube nicht. Habe ich da noch was? Okay, der Laden ist leer. Eis ist keins mehr da. Hey, lauter Mülltonnen, ne? Und keine davon kannst du irgendwie mal untersuchen oder sowas. Ey, man findet auch so viel Öl, ne? Was du ja alles zu Benzin umwandeln kannst. Ja, ich hab 14 Stück. Wir können ja einen Flammenwerfer auch bauen oder sowas. Der muss ja nicht genau neben der Base stehen, aber der macht wirklich ganz gut Schaden. Willst du noch weiter looten? Ja. Na, ich meine nur, weil wir sind jetzt ungefähr bei 1,5 Stunden.
Ja, ein bisschen können wir schon noch. So, Stein ist abgebaut, aber ups. Gleich mal hier wieder Steine sammeln, wenn hier schon so viele gratis rumliegen, ne? Okay. Und wo kriegst du diese großen Gebäude rein? Ich oh, das kann ich dir zeigen, ja. Warte, ich mach noch den einen Stein da, dann zeige ich dir. Ich komme zu dir. Eigentlich bräuchte ich eher mal was zu essen. Ja, ich auch. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich habe nichts. So, und zwar... Oh oh. Das klang nach einem, der... Jetzt verdammt nochmal! Danke für die Bolzen. Ja, ja. Ich will bloß keinen Fallschaden, deswegen gehe ich hier entlang. Bist du da? Ja, ich habe kaum noch Leben. Oh. Ist halt echt nicht gut, ey, wenn wir da immer so losziehen ohne irgendwas. Warte mal, ich schau mal, ob ich... Ich hab Kraut. Ich hab nee, gelbe Pilz nicht. Warte mal, den schmeiß ich gleich mal. Ne, obwohl, ich behalte ihn mal. Wer weiß, was wir noch alles kochen können dann. Ich hab nur ein Stück kleines Fleisch, aber das ist ungekocht. Das heißt also, du hast Negativeffekt. Diese Häuser da meine ich, wo die Treppen da zum Beispiel hochgehen. Das, da hast du halt 3 oder 4 Stockwerke, wo du dich nach oben arbeiten kannst. Geht von beiden Seiten rein und dann kann man sich hocharbeiten. Und je nachdem, was man halt Glück hat in diesem Überraschungsei, was man findet, ne, sind es gute oder schlechte Gegner. Und schlechte zum Beispiel. Lass dich nicht killen von dem, der stampft oder macht... Okay. Hat sich erledigt. Ja. Bolzen, Bolzen, Bolzen. Kannst du Bolzen noch herstellen? Ja, ich kann dir auch Bolzen... Oder mir geben? Ja. Oder mir die Patronen geben? Warte mal, Patronen? Was habe ich an Patronen? Kannst du dir überlegen, ich Patronen 8, oder Bolzen? 8 Patronen habe ich. Bitteschön. Ich kann dir natürlich auch Bolzen herstellen. Wenn du willst. Ja, bitte. Weil ich bräuchte, zum Herstellen bräuchte ich einen Ast. Warum kann ganzen, ich... ganzen Schwung. Ich hasse du mal ein paar und dann nehme ich ein paar. Warte mal, ich mach dir halt mal hier... Hast du... Es geht leider immer nur 11 bei mir übereinander. Noch mehr? Weil eigentlich sammelst du die ja immer wieder auf, also... So, da müsst ihr auch hoffentlich Kühlschrank und sowas ja, drin. Ja, 34 sein. Bolzen, ich glaube, damit komme ich zurecht. Ach. Oh, ich habe Munition. 9 Schuss zumindest. Ich schau mal, ob ich. Flucht! Nö. Nö, ich will nicht. Ich mach mal den Kühlschrank hier auf. Oh, hinter dir! Der ist ja einfach an mir vorbeigerannt, der Sack. Eine Stahlstange, oh, Bolzen. Wenn ich jetzt nochmal erwischt, dann bin dann ich. Geh weg! Stofffetzen, Stück Eisen, Bolzen. Warte mal, habe ich vielleicht irgendwas gefangen, was ich. Da was kommt ich einer dir geben zur Tür kann? Rein. Geh weg! Oh. Habe ich schon. Okay, wir sind bei 15. Lass uns halt einfach jetzt mal zurücklaufen. Wir wissen jetzt, wo es
wo es ist. Also du weißt auch, wo es ist. Und wir gehen jetzt einfach zurück und fertig. Weil wir müssen ja auch noch ein bisschen an der Base bauen. The base, a base. Was? Ich meine, ich habe etwas über halb habe ich noch an Leben. Also ein Schlag, dann gehe ich um. Wo gehst du um? Wenn ich einen Schlag von irgendwas bekomme, Fallschaden, keine Ahnung, also wirklich ist egal was, dann falle ich um. Ich habe halt nichts, ne? Einstecken für dich. Ich habe ein Ich habe auch rohes Ei, nichts das mehr. bringt nichts. Nee, ich habe auch nichts mehr. Lass mich vor. Oh. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Boah, das war. Und Ist geh da nicht mal gerade gerade drin. dahinter, weil da hinten ist nämlich so ein Metzger. Ich will das Auto jetzt aber trotzdem. Ja, nimm doch. Ja, der hat mich ja unterbrochen. Genau, wir müssen eigentlich nur in die Richtung hier. Oh, wo bist du? Hinter dir. Ach so. Nein, nein, nein. Oh, diese dämlichen Pilze eingesammelt. Doch, weiße Pilze kannst du essen. Ja, ich weiß, aber die wollte ich nicht sammeln. Ich wollte Steine aufheben. Steine sind wichtig. Ganz viel Stein, 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 das kann man unterm Laufen quasi wegsammeln. Und hier liegen so viele rum. Weil ich glaube, wir müssen jetzt einfach hier nur geradeaus immer weiter. Und wir kommen dann Weiß Eisen. genau. Oh, wir Also, müssen weiter rechts. ich kann das nicht abbauen. Ich hau da durch. Es ist weg. Wieso ist es weg? Steht doch noch ein riesiger Block. Nee, bei mir ist er weg. Okay, lass mich mal. Nicht, dass ich dich aus Versehen treffe. Ja, ich kann dann Jetzt ist abbauen. er wieder da. Ah, da haben wir vielleicht schon mal eine Problematik mit Multiplayer. Okay, ach, du hast ja oben den Kompass, da sieht man ja, wo das blaue Ding ist. Ja. Mann, ich habe extra das Journal aufgemacht, ich Blödkopf. Ich stammel ein paar Steine. Du stammelst ein paar Seine, Oh Mann. Was ist denn jetzt Bett? Jetzt habe ich gedacht, du stehst plötzlich neben mir und ich hau dich dabei, weil das wieder so eine komische Tussi. Geh weg! Ich habe jetzt gedacht, da steht ein Schwein dabei. War das ein Baumstamm? Ich habe mich verirrt. Warum? Du musst doch nur Das sind auf dein ja, Ding das sind schauen. überall Zäune. Komm da nicht. What? Komm. Was? Hast du alles? Ist alles gut? Nein, kommen Sie zu mir. Ja, wenn ich das Eisen abgebaut habe. So viel Zeit muss sein. Oh, Da vorne bist du. ja, nee, der kommt mir nicht mehr nach. Ach so. Ach, da vorne ist es ja. Unser Hüttle. Ja, Gott sei Dank. So, Achtung, Busch. Dass du wieder reinrennst jetzt. Ah, und Da da ist ein sind wieder Fuchs. Tiere. Da sind wieder Tiere drin. In der Falle, Falle, Falle. Und in der anderen, glaube ich, auch. Dann kann ich die gleich wieder nachrüsten. Oh, ich bin voll. Ich kann den Knochen hier nicht aufsammeln. Komm zu mir. Ja, Help. den habe ich gehört. Sogar.
Kopflos. Konntest du einen sammeln? Ja. Den Knochen hier? Weil ich werde hier mit Sicherheit wieder verlieren. Aber ja, gut, warte. Ich schau mal, was ich. Ne, ich schau mal, was ich rausschmeißen kann oder essen kann oder so. Zack, da die Kräuter zum Beispiel könnte ich essen. Ach, oder den Pilz. Und dann habe ich doch schon. Gut. Cool. Ich habe keine Samen mehr. Ja, also bin ich gerade am Skinnen. Ja. Oh, kann ich aber nicht nehmen. Boah, was hängt denn da drin? Was ist denn das für ein Riesenvieh? Bär? Nein, ein Wolf. Ein Wolf, ah, cool. Warte mal, ich kann immer noch nicht. Da braucht man Samen und Fleisch? Ja, kleines Fleisch brauchst du da. Oha, ja, kleines Fleisch hätte ich 8 Stück, aber Samen habe ich keinen. Ich kann hier die Knochen nicht aufsammeln. Wieder mal. Danke. Samen hast du keine? Nee. Na, warte, dann mache ich die, dann lade ich die nach, weil ich habe ja beides einstecken. So, okay, ist aufgefüllt. Oh yes, das wird wieder eine Baurunde dann. Naja, einiges haben wir jetzt. Sweet Home. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall mal eine Kiste, wo wir die ganzen Waffen reinpacken können. Ja. Warte mal, ich kann... Doch, das Fleisch müsste ich braten können, weil ich ja alles gleich mache. Das ist komisch, ne? Normalerweise brate ich doch das Fleisch und bekomme dann das Gebratene rein. Aber das will er nicht machen. Ah. Ja, brauchen wir auch. Das stimmt. Ich meine, wir können ja eine Lagerkiste auch außerhalb hinsetzen. Das muss ja nicht unbedingt hier drin sein. Wenn die Zombies die in Ruhe lassen? Ja, meines Wissens nach gehen die nur auf uns los. Also dürfte das überhaupt kein Thema sein. Jetzt mache ich mal ganz kurz das Fleisch und das und die Eier braten. Ja, das Ei braten. Also bloß eins? Ja, ist ein einziges, ja. Ja. Keine Ahnung, wo dann immer der Mist herkommt, weil das ist dann immer im Inventar. Oh ja, ich könnte jetzt einmal ein Fleisch essen hier. Zack, oh ja. Das ja, war das gut. Das mache ich jetzt dann auch gleich, aber ich lade jetzt erstmal ein bisschen aus. Entleere dich. So, habe ich noch Pilze irgendwas? Nee. Ja, dann tun wir halt die Waffen einfach da hinten mit rein. Kupfer. Wir haben so viel Dünger. Wo mit hinten? Neben der Kochstelle. Nicht? Keine Ahnung. Da kann man es ja mit rein tun. So. Das ist wirklich cool, was wir jetzt da an Matz haben. Ganz viele Stofffetzen, ey. Wahnsinn. Kupfererz, jawohl. Eisenerz, das kann ich leider nicht raustun, aber Eisenerz habe ich 30. Wow. Kalkstein. So. So. Ich bin jetzt eigentlich so gut wie leer. Ja. Essenstechnisch habe ich da nichts mehr drin. Wir können auch noch mal so einen Anbau machen oder sowas, keine Ahnung. Einfach, dass ich das dann wieder hier wegreiße, zum Beispiel eine Wand. Und da müssen ja eh noch Fundamente her und dann machen wir da einfach eine Kistenecke. Ja, ich glaube, das ist gar nicht einmal so verkehrt, die Idee.
Warte mal, können wir doch hier gleich mal Floor, Fundament, da habe ich auf jeden Fall genug Material einstecken. Schauen wir mal, das kann ich natürlich nicht herstellen, weil ich die Seile raus habe. So, dann kann ich aber das da auch gleich mal zerlegen. Zum Glück habe ich das noch nicht ausgebaut. Weil du bekommst ja nur einen gewissen Teil des Materials zurück. So, kann ich was bauen? Wand mit Durchbruch, jawohl. Okay, und da fehlt mir jetzt wieder was, und zwar Seile. Okay, Seile. Seile, die Seile. Da hatten wir ja noch welche hier drin in der... Nein, nicht. Uff. Ey, ich hasse es, wenn du den Hammer in der Hand hast, dann kannst du die Kiste halt nicht einfach öffnen. Dann fängst du an, wenn du auf F drückst, sie abzubauen. Echt, oh. Echt übel. Wall. Also ich denke, die mit Fenster sind definitiv besser als alles andere, weil ja, auf jeden Fall. Es macht keinen Sinn, die komplett zuzumachen. Meinst du, ich sollte den Masterporter ausbauen? Den Sammler, also die Tasche? Mhm. Ja. Ja, cool, mach, klar. Echt? Ja oder nicht? Also Veteranporter würde ich jetzt halt machen bei mir. Ich habe jetzt den Master drin. Okay, und der Master kostet 150. So viel habe ich nicht, aber das macht nichts. Ich schau mal, was ich sonst noch machen kann. Ich könnte den Builder machen. Wissen über Steinverarbeitung habe ich nämlich dann weniger Steinverbrauch. Und die Demolish Return Rate ist 10% höher. Ich denke, das macht Sinn, weil ich ja sehr viel baue. Ja, ich habe jetzt noch den Forest habe ich jetzt noch ausgebildet, die ersten zwei. Ich könnte jetzt noch den Mining Expert könnte ich noch machen. Ja, du könntest jetzt zum Beispiel auf den Miner gehen und ich gehe auf den Fäller. Ach nee, verdammt mal, das ist ja... Nee, das ist immer ein Tree. Das Blöde ist der Animal Hunter, der kostet 50. Und danach kommt erst der Zombie Hunter und der kostet glaube ich 75 oder 100. 150. 150, das weißt du schon. Schau, mit dem Junior Blacksmith könnte man zwei Hände herstellen. Wurfmesser kann man herstellen, die machen 30 Schaden. Aber da wird man wahrscheinlich Eisen oder sowas brauchen. Und man kann die Waffen bis auf plus 4 upgraden. Oh, ich habe jetzt den Animal Hunter aus Versehen gelernt. Naja. Das macht ja nichts. Ach ja, und stimmt, den Gourmet. Den müssen wir noch ausbauen. Warte mal, ich mache den Gourmet, den Koch. So, zack. Okay, ich habe jetzt nur noch drei Forschungsdinger. Ja, weil der Koch ist insofern ganz gut, dass wir höhere Werte bekommen können bei dem Essen und so. Okay. So, jetzt gucke ich mal, ob ich noch eine Kiste herstellen kann. Yes, kann ich. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung die aufgeht, ist mir aber auch total egal. Kann ich noch eine bauen? Ey, ich kann noch eine bauen! Ich setze die schön nah nebeneinander. Kann ich noch eine bauen? Hey, ich kann noch eine bauen! Also sind wir hier mit drei Kisten, das reicht auch. Weil wenn ich die jetzt halt noch upgrade, da brauche ich Eisenplatten und Gummiringe dafür. Die haben wir ja da vorne en masse drin. Eisenplatten und... Nee, Gummiringe sind da gar keine. Doch, da, Gummiringe. Okay, weil dann kann ich die nämlich gleich noch upgraden und dann haben wir nicht nur 12 Platz, sondern 24. Oder waren es 12 oder 4? Schon, ne? 24, ja. Ja. Und das ist schon gut. Also lieber baue ich drei Kisten und grade die einmal ab. Weil ich glaube, der nächste Upgrade ist dann auch nur nochmal 12. Aber da brauchst du wesentlich mehr Mats dafür, da brauchst du noch bearbeitetes Leder und da muss ich sagen, das ist mir ein wenig zu schade. Leder im Moment.
So, dann können wir uns nämlich da auch in den Kisten ein wenig einrichten. So, du hast jetzt die Waffen raus. Ich tue dann auch einmal Waffen raus. Unter anderem das Katana, da habe ich auch eins. Schade, dass man die nicht verarbeiten kann, ne? Ja. Ich tue auch meinen Bogen raus, weil den brauche ich nicht. Ich weiß nicht, das Beil, das tue ich auch raus, weil das ist zwar okay, aber das macht bei weitem nicht so viel Schaden wie jetzt der Baseballschläger. Und die Sachen gehen ja nicht kaputt, so wie es ausschaut. Also tue ich das Beil noch mit raus, dann ist das schon mal erledigt. Boah, so, wie schaut's aus bei dir eigentlich? Wir sind jetzt bei fast 2 Stunden. Ja, Es wäre ich jetzt würde auf jetzt jeden dann Fall, würde es langsam. sich gut anbieten, jetzt wo wir hier zurück sind. Na, jetzt wo wir hier so zurück sind, würde es sich gut anbieten. Und das Game hat gerade gesaved, ne? Das ist doch perfekt. Ja? Ja, klar, Okay. doch. Alles klar. Leute, dann danke fürs Zuschauen und hoffentlich seid ihr dann beim nächsten Mal auch mit dabei. Für heute ist zumindest einmal Schluss. Und nicht vergessen, bei Discord reinschauen, nicht vergessen zu liken, Kommentare reinschreiben, immer herzlich willkommen. Also da nochmal ganz vielen herzlichen Dank. Tja, und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao. Ciao.